Da hat Frau Merkel am Ende Max und Klaas noch mal ordentlich viel Zeit gekostet. Schauen wir mal, was die Zeit sagt. Oh, das wird knapp. Wie wollen die beiden das freie Feld jetzt noch füllen? Fertig! Fertig! Und ich mach's kurz. Die Union hat von der Immobilienbranche allein 2020 1,2 Millionen Euro bekommen. Ergebnis? Großinvestoren können weiterhin Immobilien kaufen, ohne einen Cent Grunderwerbsteuer zu zahlen. Danke, CDU. Die CO2-Abgabe lässt die Heizkosten steigen. Der Vermieter darf es weiter auf den Mieter abwälzen. Danke, CDU. Die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen bleibt trotz Wohnungskrise möglich. Danke, CDU. Und wer hat den Berliner Mietendeckel vor das Bundesverfassungsgericht gebracht? Herr Laschet? Die SPD? Die CDU. Schauen wir mal, ob wir die Ursache für diese Politik finden. Jan Lutschak, MdB, hat die Verfassungsklage gegen den Mietendeckel ausgearbeitet und arbeitet in einer Anwaltskanzlei, die Immobiliengeschäfte abwickelt. Michael Henrik, MdB, ist Vorsitzender des Verbandes Haus und Grund in Baden-Württemberg. Thomas Heilmann, MdB, besitzt hunderte von Wohnungen und ist beteiligt an der Atlanta Investment und der Berliner Häuser KG. Oliver Wittke, Ex-CDU-Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, ging zum Immobilienverband ZIA, dessen Präsident. Andreas Mattner war ein langjähriger CDU-Senator in Hamburg und Vorstand des Immobilienentwicklers ECE und vormaliger Präsident des Wirtschaftsrats der CDU. Kurz gesagt, die CDU ist da, wo das Geld wohnt. Wir haben es geschafft. Herr von Wagner. Wo kommt die Landwirtschaftslobby hin? Wo kommt die hin? Was? Schaut auf die Zeit, Jungs. Machen Sie es alleine. Sie sind schneller ohne mich. Ich kann Sie doch nicht. Okay. Julia Klöckner, CDU Landwirtschaftsminister. Ja, wir wissen, welche Partei. Lassen Sie sie weg. Also gut. Julia Klöckner. Wir kennen den Vornamen. Klöckner wurde 2020 gefragt, welche Lobbytermine sie wahrgenommen hat. Ihr Ministerium hat die Aussage verweigert, weil, Zitat, es eine solche Vielzahl von Lobbykontakten gäbe, dass jede Auskunft geeignet wäre, sich dem Vorwurf mangelnder Vollständigkeit auszusetzen. Die Zeit ist fast um. Warum lassen Sie die Verben weg? Okay, Agrarlobby, Bauernverband und so weiter. Einfluss auf Bundestag über Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft vor. Gesetze und Anträge, also Glyphosat, Überdüngung, Nitrat ist klar. Ausschussvorsitzende Gehring, Mitglieder Auerhammer, Röhring, Färber und alle so. Verlängerung der Ferkelkastration ohne Betäubung, yeah, gehen meist in der EU, yeah. Und Glyphosat weiter, yeah. Und jeder von denen nebenher noch Bauernverband oder Agrarlobbywecker. EU, die. Stopp! Ja. Aus! Herr Laschet, jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Haben Max und Klaas die Wette gegen das ZDF gewonnen? Haben sie vollständig über die CDU-Affären aufgeklärt? Na, im Leben nicht. Die haben ja alles vergessen, was die Union historisch zu Schulden kommen haben lassen. 1956 der HS-30-Skandal. 1957 die Starfighter-Affäre. 1961 die Fibak-Affäre. 1972 die Steiner-Wienand-Affäre. 1975 die Flick-Affäre. 1978 der Megapatrol-Skandal. 1983 die Amigo-Affäre. Wir haben was vergessen. Was denn? Na, das Abo und die Glocke. Was? Dann war das hier alles ganz umsonst? Ich fürchte ja. Aber vielleicht wissen unsere Zuschauer ja auch selbst, wo sie abonnieren können. Mann, dass sie jetzt noch zwei weitere Videos gucken können. Stimmt. Unsere Zuschauer sind ja sehr klug.